willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Es ist mal wieder soweit für eine weitere Runde Autorennen. Revier-Hintereingang ist doch eigentlich unser Lieblingspunkt in letzter Zeit gewesen. Und ich glaube, das führen wir auch sofort. Man kann mit allem fahren heute, das heißt, es wird wohl nicht mit dem zu Ende gefahren, sondern nur den Teil gefahren. Oh, der schaut aber auch sehr schön aus mit dem Orange. Ich schau mal, ob mein Lieblingswagen, ja, den kann man wieder fahren. Den werde ich jetzt öfter fahren, das sage ich euch. Weil wir haben die anderen, glaube ich, alle oder die meisten schon mal gefahren, die irgendwie fahrbar sind. Und jetzt beschränke ich mich dann auf die Wagen in den Missionen, die mir gefallen. Und das ist auf jeden Fall weiterhin einer meiner Favoriten im Fuhrpark von Cobra 11. Aber ich glaube eh, dass wir nicht lange mit dem fahren dürfen. Die Liga wartet wieder, glaube ich. Die Liga. Ein weiteres Straßenrennen. Boah, mir fehlt heute ein bisschen die Action. Weißt du, dann nimm du dir doch einfach die nächste Undercover-Herausforderung. Dann hast du deine Action und ich habe meine Ruhe. Genau, so machen wir das. Die Liga, bitte, Teil 3. Dann fahr mich mal zum Autohändler. Mein Schlitten müsste mittlerweile wieder einsatzbereit sein. Na, hast du wieder alles kaputt gefahren, ne? Wir waren ja dabei. Die Liga, Teil 3. Jetzt mache ich wieder alles kaputt, bis ich beim Autohändler bin. Aber es sind ja doch 2,5 Kilometer, habe ich ja noch ein bisschen was zu fahren. Hä? Was macht das für einen Sinn, da rauszufahren und dann wieder auf die Autobahn aufzufahren? Hä? Also manchmal ist die Wegfindung echt verbuggt. Also ab und zu passt sie nicht. Aber ansonsten bin ich doch sehr froh, dass ich so eine Karte habe, weil sonst würde ich mich hier wahrscheinlich Jahre lang rumsuchen, bis es ja geil. Und ich glaube, den Crash Time. Cobra 11 Crash Time bin ich hier. Das ist, glaube ich, die dritte. Ist erst 2003 oder so rausgekommen, das Spiel. Also 2004. Da gab es die Karte auf jeden Fall noch nicht. Und das habe ich auch gespielt und da habe ich ewig gebraucht, bis ich da mal so einen Mist gefunden habe. Wenn man da noch Zeitbegrenzung hat und fünfmal sich verfährt und immer wieder den ganzen scheiß Weg fahren muss, bis zu der Stelle, wo man nicht mehr weiterkommt. Weil eben nur ein Pfeil in eine Richtung zeigt, aber der Pfeil, wo in die Richtung zeigt, ist eine Leitplanke, da kommt man nicht durch. Und dann irgendwelche Wege finden, ohne Karte war das echt schwierig. Und hier muss ich jetzt irgendwo raus. Da musste ich jetzt irgendwo wegfahren. Aber ist, ach da hier, ach Gott. Mitten auf der Autobahn ist eine rechts abbiegende, das glaube ich auch nicht, dass hier auf der Autobahn irgendwo was zum Abbiegen ist. Das habe ich noch nie gesehen in der echten Welt, in der Realität. Und ich glaube auch, wenn ich auf der Autobahn weitergefahren wäre, hätte es funktioniert. Aber ist ja egal. Hallo. Oh, da fliegen die Bierflaschen. Und wo ist denn dieser blöde Autohändler? Das ist ja Wahnsinn. Da hinten ist er. Ja, steht hier irgendein cooler Werbespruch drauf? Der neue Cobra Offroader, jetzt Probe fahren, das ist ja sogar ganz normal, sonst sind da immer witzige Sprüche mit drauf. So, was für ein Auge bekommen wir denn? Oh, okay, ja, den kenne ich. Den kenne ich ja noch, aber. Naja. Fand ich beim letzten Mal nicht ganz. Bricht recht schnell aus. Könnte an der enormen Leistung liegen, die er hat. Aber er beschleunigt schön, das muss man ihm zugute halten. Und naja, okay, 1,5 Minuten habe ich Zeit, um einen Waypoint zu erreichen, der 800 Meter weit weg ist. Hält sich in Grenzen die Schwierigkeit der Aufgabe. So, hallo Freunde. Hi Großmaul, brauchst du wieder eine Dosis Adrenalin? Yep. Ich? Ja sicher, warum nicht? Na, dann zeig mal, ob du wirklich Mumm hast. Wir haben da einen netten Parcours, die Bestzeit wirst du nicht knacken können. Wir wollen nur wissen, ob du es in einem Stück schaffst. Kein Problem. Das klingt irgendwie nicht gut. Position im Dritter, die zweite Prüfung. Aber irgendwie klingt das so, als wäre diese Strecke extrem schwer zu fahren mit Kurven und Hindernissen, Gegenverkehr und dem ganzen Mist. Weil wenn ich es in einem Stück nicht schaffen könnte, eventuell, dann klingt das, ja. Würde ich schon mal aus Prinzip nicht mitfahren, da fahren wir jetzt gleich rechts. Tut mir leid. Oh, der bricht so mega aus. Aber noch ganz gut abgefangen. Die anderen remmeln sich da hinten gerade zusammen. Das ist sehr schön. Dann habe ich nämlich einen schönen Vorsprung eingeheimst schon in der ersten Runde jetzt. Naja. Okay, ich dachte schon, da vorne geht es in den großen Sprung, aber hier ist eine Wende. Also nicht der große Sprung. Das könnte nämlich erklären, warum ich es nicht in einem Stück schaffen könnte. Aber auch ohne Sprung ist die Strecke nicht ohne schon mal. Hier, viele fiese Kurven drin. Und mal sehen, was alles noch so hingeht. Ich finde solche Rennen ja immer ganz cool.
sieht man ein bisschen was von der Stadt, was man sonst nicht so mitkriegt. Weil ich fahre ja hier nicht so zum Spaß rum oder in den Missionen ist auch mehr Straßengelände. Aber solche Rennen, wo man hier ein bisschen rumfährt, zum Beispiel hier in einem Atomkraftwerk, wusste ich gar nicht, dass da eins ist. Oder dass da so ein Kraftwerk steht, ist mir nie aufgefallen, ernsthaft. Ich meine, ich bin ja schon ein paar Missionen jetzt hier rumgefahren, aber so auf die Details achtet man nur, wenn man so im Rennen. Okay, da muss ich über die Rampe springen. Könnte auch an den Rampensprüngen liegen, dass die Schwierigkeit dieser Strecke ausmacht. Die waren jetzt aber zweimal nicht so schwer. Hier, wenn man ordentlich durchzieht, kommt man auf schöne Geschwindigkeit. Das war zu schnell, das war zu schnell, das war zu schnell. Aber noch gerettet. Jetzt geht's hier einmal außen rum. Da oben über uns ist genau die Sprungbrücke. Kennt ihr ja noch. Und dann müsste hier ja... Ach Mist, ich kann nicht lenken, wenn ich so schnell bin. Okay, aber es war ganz gut, dass der mich abgebremst hat, weil es geht hier nach... Oh, oh, fuck, Alter. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aber einiges abfangen. Das war jetzt... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war dieser... Da sind wir auch schon mal drüber gesprungen in der anderen Mission. Da habe ich 3 Anläufe für gebraucht, weil wir da eben nicht so einen schnellen Wagen hatten wie den hier. Da mussten wir noch ein bisschen auf der Straße Anlauf holen, bevor wir da rumkamen. Und da oben ist die Burg. Kennen wir auch noch aus Semirs Fluchtmission. Ist eine dynamische Stadt, also ich find's gut. Die Stadt ist, glaube ich, nicht nach einem echten Vorbild, sondern die wurde einfach so hier aufgebaut mit den ganzen Waypoints. Also ich finde es stimmig. Hier so eine Industrie und dann da hinten der Industriebezirk und der Wald, das Waldstück, eine alte Burg, Kino und Zirkus ist mit dabei. Dann überall hier so ein paar Plattenbau. Eine schöne durchschnittliche Industriegroßstadt, sagen wir es mal so. Das sind die sind schon in der zweiten Runde. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich nicht ins Ziel gefahren bin. Das ist schön. So im Rennen und so im Quatschen, dass man überhaupt nicht merkt, was da passiert. Aber ja, wir sind Runde 2 von 2. Ja, genau, da vorne ist wieder die Wende schon. Und das war zu schnell. Das werde ich nicht mehr zurückkommen. Oh, da ist aber auch sehr abrupt abgebremst. Dann fahren wir hier mal die Wende. Da sind aber schon die Roten. Also so viel Vorsprung habe ich dieses Mal nicht. War bei den letzten Rennen eindeutiger, aber bei den letzten Rennen hatte ich auch wirklich coolere Sachen zum Abkürzen. Hier ist es recht schwierig, Abkürzungen zu finden. Aber 1 von 5, wir müssen mindestens Dritter werden. Also eigentlich dürfte in dem Rennen jetzt nichts mehr schief laufen. Wow! Das war aber sehr schräg angefahren. Und dann geht's da über den zweiten Sprung noch gleich. 22% Schaden schon, ist mir auch nicht so aufgefallen, dass wir da jetzt schon so. Whee! Oh, Kacke. Oh, Kacke, Mist, Alter. Voll gegen den Baum geklatscht. Nein, warum werde ich denn jetzt hinterm Sprung zurückgesetzt? Ach, kommt, Leute. Warum denn? Jetzt bin ich schon auf Position 3 von 5. Und ich sagte doch, ja, das wird nicht so schlimm hier in dem Rennen, werde ich das Muscher schaffen. Und jetzt bin ich auf Position 3 von 5. Bah. So, aber den müsste ich überholen können. Bah. Ah, Mann! Jetzt stehen wieder die Leute im Weg. Mehr Gas geben, um es noch zu schaffen. Einmal den überholen. Und da vorne ist unser Porsche, der Erstplatzierte momentan. Fahren wir mal ein bisschen schneller. Aber nicht so schnell, dass ich ausbreche. Mal schauen, ob ich ihn im Sprung kriegen kann. Da müsste ich eigentlich besser dran sein. Jawohl! Einmal über ihn gesprungen. Kein Turbo Boost, sag ich da nur. Und jetzt schön dagegen geklatscht. Nein! Jetzt bin ich Position 5 von 5. Oh mein Gott, nein! Nein, bitte nicht. Ist nicht euer Ernst. Die haben mich jetzt den ganzen Weg da oben zurückgesetzt, wo die anderen schon drüber sind. Oh Gott, jetzt wird es richtig schwer. Okay, gut, da sind jetzt noch eine. Und da oben ist der Pulk, da oben ist der Pulk. Oh, Alter, Position 3 wieder erreicht. Shit, Alter, jetzt habe ich aber schon nochmal Flattern bekommen, weil die waren wirklich jetzt weit vorne. Und jetzt bin ich über 50% Schaden, deswegen reagiert mein Nitro nicht mehr. Mein Nitro reagiert nicht. Oh mein Gott! Deswegen habe ich nie beschleunigt. Oh nein! Oh Gott, Leute. Ist das fies. Ja! Und damit herzlich willkommen zu Let's Fail.
Ja, Let's Fail Alarm für Cobra 11 Burning Wheels mit Master Plan 1. Fuck, Alter, jetzt habe ich den ernsthaft verkackt. Sonst bin ich doch in Rennen wirklich gut, aber das mit dem Zurücksetzpunkt hat mir jetzt die ganze Zeit gekostet. Und am Ende hatte ich dann kein Nitro mehr, um aufzuholen. Und bin gegen zwei Autos gefahren, was mir dann auch noch die Position genommen hat. Ja, und das Auto ist echt grausam. Nur um das mal auch so anzumerken. Das ist echt für eine Arschstadt-Auto. Bestimmt zum Driften ganz gut, aber für Straßenrennen völlig ungeeignet. So, schau mal, wie langsam die Kurve braucht. Obwohl ich schon im Bremsvorgang bin. So, naja, schauen wir uns die Strecke einfach nochmal an. Ups. Na toll. Schau mal, das ist doch Wahnsinn. Ich fahre nicht mal 100 und der bricht einfach irgendwie so mal aus, wenn man lenkt. Hoppala. Jetzt darf er ausbrechen, jetzt bricht er nicht aus. Jetzt hält das. Okay, doch. Jetzt werde ich auch noch zurückgesetzt, natürlich vor dem Sprung. Ne, hinterm Sprung sogar. Ist ja cool. Trotzdem sind die anderen schon wieder auf mir drauf. Nein, 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 hör auf. Oh, cool. Ich bin bei den Kühen gelandet. Fuck, oh ja. Yeah. Oh mein Gott. Die zerfallen zu Fleisch. Die zerfallen zu Fleisch. Ist das geil. Wenn man Kühe überfährt, zerfallen die so zu Fleischdingern. Ist das nice. Das finde ich cool. Das fand ich jetzt gerade lustig. Das wollte ich immer schon mal wissen, was passiert, wenn man eine Kuh umfährt. So, und jetzt? Jetzt rutsche ich hier eine Stunde auf dem Dach und werde wieder hier ganz hinten zurückgesetzt. Oh, Mann. Also, ein paar Repoints sind ein bisschen bescheuert gesetzt. Also, muss ich echt sagen, dass man da zweimal so weit zurückgeplaced wird, ist schon ein bisschen arg schwierig. Da noch irgendwas rauszuholen. Jetzt sind sie wieder weit vorne, aber ich habe noch eine ganze Runde, also mache ich mir da jetzt mal keinen Kopf. Die müsste ich eigentlich wieder kriegen. Außerdem können wir jetzt ein bisschen Spannung aufbauen, nachdem wir die Strecke jetzt schon kennen. Können wir wenigstens die Verfolgungsjagd noch mit reinbringen hier in das Video. Jetzt habe ich natürlich kein Nitro mehr, oder was? Doch, habe ich noch. Hoppala! Oh, der war schön. Der Sprung war gut. Und schon bricht er wieder aus. Sobald ich längere Zeit einlenke, bricht er sofort aus. Überhaupt keine Stabilität im Wagen. Der schiebt so über die Hinterräder, das ist unglaublich. So, das kann aber voll Nitro werden, weil es eh gleich wieder aufgefüllt wird, und zwar jetzt. Und damit geht's dann wieder rein und da ist auch schon der Porsche, den überhole ich jetzt mal sauber. Geht dann an ihm vorbei. Und jetzt heißt es eigentlich einfach nur das Rennen nach Hause fahren, ne? Auf Erstplatz. Und ich muss gucken, dass ich die Sprünge schaffe. Weil wenn man den Sprung verkackt, hat man in dem Rennen eigentlich verkackt, weil der Rücksetzpunkt hinter den Sprüngen extrem ist. So, hier wieder die schöne Wende. Bisschen Nitro geben, dass man mit 200 hier rumfährt. Und dann voll in die Wand klatschen. Naja. Aber die Gegner werden besser, merke ich. Die KI von den Gegnern wird deutlich besser von Fall zu Fall, vor allem jetzt hier in der Liga. Aber das ist echt scheiße. Also sowas ist bei Rennspielen nicht Mist, wenn das Auto beim Lenken einfach ausbricht. Da ist der orangene 3,5 echt geil. Weil der bricht eigentlich fast gar nicht aus. Ja, jetzt muss ich wieder formen. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich gar nicht über den Sprung, glaube ich, oder? Na doch, okay. Da kommt man auch ohne Geschwindigkeit drüber. Aber ich bin wieder Dritter, ich verliere immer hier am Ende so meine Plätze. Da habe ich ihn einfach weggedrückt und ich fahre jetzt hier am Rand ein bisschen rum. Ach, schade. Wehe, ich werde jetzt wieder vor dem Sprung. Das ist doch scheiße, Alter. Das ist doch Mist, dieser Zurücksetzpunkt. Und jetzt bin ich fast wieder auf 50% und kann dann nachher wieder mein Nitro nicht einsetzen. Nein, nicht schon wieder, Alter. Was ist denn falsch mit dem Auto? Fährt man mal über so eine Bodenwelle mit 200, puff, legt sich aufs Fach.
beschleunigt man bei 100 und weg nach rechts, zack, dreht sich's weg und bricht aus. Heieiei. Und damit müssen wir jetzt alle Liga-Missionen auf Ben fahren. Ah, naja. Freue ich mich ja jetzt schon drauf. So, den muss ich mir jetzt hier holen beim Rüberspringen. Hopp. Jetzt gehen aber die Moves los hier. So, da vorne ist noch der ich bin ja schon dritter Platz. Jetzt darf ich nur nicht den Platz verlieren. Ich muss jetzt keinen mehr überholen. Ich darf jetzt nur nicht ausbrechen und irgendwie Plätze verlieren. Obwohl, der Porsche fährt recht langsam. Den drehe ich mir nochmal kurz von der Strecke und damit bin ich dann doch als Erster ins Ziel gekommen. Weil das verliere ich jetzt sicher nicht mehr. So, nach dem zweiten Versuch wenigstens. Und die Zeit neigt sich auch schon wieder dem Ende, falls die Liga-Mission jetzt zu Ende ist. Aber es war bis jetzt immer so, dass es einfach nur Straßenrennen sind, die man halt gewinnen muss. So, oh, ha, toll. Ein Zufall kommt selten allein, eine Position im Ziel 1, das heißt, es gibt jetzt hier noch ein Rennen zu fahren. Das mache ich dann aber erst. Was für ein Zufall, der Herr Germe. Beim Shopping im nobelsten Autohaus der Stadt. Selbstverständlich. Goldschmuck kauft man auch nicht in der Bäckerei. Heute nur in Jeans? Natürlich. Wenn man beim Autokauf einen Anzug trägt, sind die Verkäufer mit den Rabatten zu geizig. Könnte was dran sein. Wie wär's? Wollen wir uns was Heißes aussuchen und eine Probefahrt machen? Immer noch scharf auf meinen Anzug? Na klar. Der Anzug und dieses Mal 8 Violette. Und mein Freund da draußen will sicher mitfahren. 4.000! Hübsche Summe. Oh mein Gott, das sieht nach einem Lambo aus, den wir hier haben. Und das, darauf dürft ihr euch freuen. Nächste Woche Montag wieder wie gewohnt. Alarm für Cobra 11 mit dem Lamborghini. Ein weiteres Rennen von der Liga. Ja, und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Bis in der nächsten Woche dann weitergeht. Ciao, euer Masterplanet 1. Macht's gut.